Zeit für vergessene Sequels, Runde 4. Schönen guten Tag, herzlich willkommen Rocket Beans TV mit dem Retro Club und moi, Gregoire at Chaz-Ashley bei Twitter und Social Media ist wieder am Start für euch für mannigfaltigste Retro-Games, Unterhaltung und nicht nur Unterhaltung, sondern den Style haben wir auch gepachtet mit feinstem Retro-Club-Merch seit einiger Zeit im Rocket Bean Shop. Erhältlich solch schöne Hoodies oder Shirts und andere Sachen wie diese hier, als auch, nicht zu vergessen, mittlerweile auch im Rocket Bean Shop erhältlich, ansonsten im Buchhandel, das ABC der Videospiele, das offizielle Retro-Club-Buch. Ich deklariere es zum Bestseller. Und wenn noch nicht, macht es zum Bestseller. Also der Jedi-Mind-Trick, der funktioniert nicht so richtig. Egal! Lass uns über Videospiele sprechen und im Cold Open kurz erwähnt. Es gibt so manche Themen, die sich für viele Folgen anbieten. Und oft lasse ich mal so ein Jahr oder anderthalb so Zeit dazwischen, bis ich mal wieder neue Spiele ansammeln. Zum Beispiel Games, die vom Index runterkommen. Da ist tatsächlich in letzter Zeit wieder sehr viel passiert. Habt ihr gewusst, dass Die Hard Trilogy tatsächlich endlich runter ist vom Index? Werden wir demnächst drüber sprechen. Aber ein Thema, was immer ganz cool ist und vor allem, wo mit der Zeit immer wieder auch schöne Überraschungen hinzukommen, sind die sogenannten vergessenen Sequels, also Fortsetzungen von Serien, von Klassikern, bei denen man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass da ein zweiter, dritter, vierter oder sonstiger Teil mal davon gekommen ist, die man überhaupt nicht mehr auf den Blick hat. Und ich bin manchmal auch selbst ganz überrascht. Ich denke oft, ich habe eigentlich einen ganz guten Überblick, gerade über größere Serien, und sage, hä? Das hat's gegeben. Und für heute haben sich wieder genug Spiele zusammengesammelt, wo ich denke auch mal für euch Experten da draußen die eine oder andere Überraschung vielleicht noch mit dabei ist. Wenn nicht, schreibt gerne auch Überraschungen in die Comments mit unten rein, damit ich noch mehr Material für nächste Folgen als auch Überraschungen habe. Aber lass uns nicht lange warten, die erste Mats mal angucken. Medieval ist ein Action-Jump'n'Run aus der PlayStation-Ära. Vor ein paar Jahren gab es tatsächlich ein Remake davon auf der PlayStation 4, was auch durchaus solide gewesen ist. Sir Daniel Fortescue, der wiederbelebte Skelett-Zombie, der ja in groß angelegten Leveln rumläuft und mit seinem Schwert rumrudert, ist wieder vielen ins Gedächtnis gekommen durch das Remake eben. Es gab auch mal einen Zwischenreboot, Remake, Remaster namens Medieval Resurrection auf der PlayStation Portable, auf der PSP. Was gerne aber vergessen wird, ist folgendes Game hier. Und hier sehen wir Medieval 2. Ja, es gab tatsächlich ein Medieval 2, was sehr gerne vergessen wird, in vielerlei Hinsicht. Ich hatte es auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich will jetzt sagen, war ein Teil von Medieval 2 auch im Remake mit drin oder nicht? Ich meine nicht, ne? Aber vielleicht habe ich es auch nicht mehr auf dem Schirm und die haben einfach beide Teile zusammengefasst, weil soweit habe ich das Remake jetzt dann nicht dann weitergespielt, obwohl es ganz unterhaltsam gewesen ist. Aber über das ursprüngliche Medieval 2 stolper ich immer wieder sehr selten. Und genau sowas ist es, was wir hier für sowas auswählen können. Ich werde auch mal von Anfang anfangen. Schön vor allem auch komplette deutsche Loka zu der damaligen Zeit. Wo man dann weitermachen kann mit Sir Daniel Fortescue, der mittlerweile in einem Museum gelandet ist. Und dort scheint nicht alles in Ordnung zu sein. Wie gesagt, deutsche Loka ist natürlich noch mal extra cool, wenn man solche älteren Sachen sich anguckt. Da leben wir doch schon wieder. Es wird wieder Zeit, ein bisschen Action zu machen. Da ist er. Mit einem Auge. Hat nur ein Auge, ne? Aber wie kann er ohne Augenlider zwinkern, frage ich mich. Na gut, er kann's anscheinend. Sir Daniel Fortescue, der strahlende Held von Gallowmere, jetzt nur noch ein staubiges Relikt in einem alten Museum. Tja, die Dinge haben sich seit deinem letzten Besuch geändert. Wir leben in einer neuen Welt, aber mit denselben Problemen. Finde eine Waffe und mach dich bereit. Oh, und wenn du meine Leuchtspur siehst, stell dich ins Licht und rufe mich mit der Action-Taste. Hat so ein leichtes Harry Potter-Gefühl, habe ich das Gefühl jetzt gerade hier. Oder kommt mir die Stimme irgendwie vertraut vor von unserem Geisterhelferlein? Ich kann hier mit Sir Daniel Fortescue herumlaufen, habe jetzt auch keine Waffe momentan, sodass ich meinen linken Arm genommen habe, den ich zum Werfen benutzen kann, wie ein Bumerang, oder zum Hauen. Alternativ kann ich auch andere Waffen finden. Das Schöne hier ist es, dass dieses Spiel schon so weit fortgeschritten war, dass man tatsächlich Twin-Stick-Steuerung
relativ klassisch für moderne Verhältnisse hier drin. Also ich kann mit dem Analogstick tatsächlich steuern, sogar in verschiedenen Geschwindigkeiten und alles. Und ich kann mit der Kamera drehen. Es fühlt sich aber noch ein bisschen ungelenker an als modernere Twin-Stick-Spiele. Also da habe ich immer die größten Schwierigkeiten mit so zu alten PlayStation 1-Spielen zurückzukehren. Einfach, wenn du gerade so eine Bewegung in der 3D-Welt hast. Und es ist auch invertiert hier, glaube ich, ne? Das links und rechts ist invertiert. Kann ich das nochmal umdrehen? Mal gucken, was wir bei den Steuerungsoptionen haben. Tastenbelegung, Steuerung anzeigen. Oh Gott, jetzt gut. Ich kann mir sie nur anzeigen lassen. Und da ich kann auch L und R2 drücken für die Dancam, drücke Richtungstasten, um dich umzusehen. Das hatten sie anscheinend noch nicht so drauf, wie sich das zumindest horizontal oder vertikal bewegen soll. Bildschirmjustieren, Steuerung anzeigen, kann man leider hier nicht umdrehen. Schade, aber versuchen wir uns mal umzugewöhnen. Warte mal, hier können wir weitermachen. Aber ja, dass man wieder so ein bisschen dann zurechtkommen kann. Und ich bin hier unterwegs mit Sir Daniel Fortescue. Kann zum Beispiel die gegnerischen Zombies, die hier ankommen, mit meinem Arm hauen. Ja, bis sie fertig sind. So, wenn sie da dran sind. Hier eine draufzimmern. Die Übersicht zu behalten, ist immer so ein bisschen schwer bei recht frühen 3D-Games, auch wenn das jetzt schon nicht früh ist, sondern schon ein paar Jahre später stattgefunden hat. Also steuert sich schon ein bisschen übersichtlicher und vernünftiger, als wenn man so Sachen aus dem Jahr 94, 95 dann vor sich hat. Aber das würde heutzutage alles ein bisschen eleganter dann ablaufen. Irgendwie, ja, glaube ich, habe ich ein Schwert übersehen. Lass mich mal kurz gucken. Meint ihr, das ist so ein bisschen inspiriert von Nachts im Museum? Also von den Filmen? Die ja nochmal um die. Müsste das nicht um die Zeit gewesen sein, so wo sie gekommen sind, oder war das später? Na? Mit Ben Stiller als Museumswärter. War das. Nee, da hatte ich da schon. Irgendwie habe ich auf jeden Fall ein Schwert. Ich will nämlich nicht nur mit meinem Arm hier herumlaufen. Mal sehen, ob ich das sonst noch. Ob ich nochmal ein paar weitere Waffen dann hier finde. Auch Schusswaffen und andere Sachen habt ihr hier sonst. Und stilmäßig interessant. Auf jeden Fall hier mit dem Museums. Mit der Museumsumgebung. Ist auf lange Sicht eben auch eher der letzte Medieval-Teil gewesen. Ich will das jetzt nicht der Qualität des Spieles zuschreiben. Ich meine, wir haben es ja noch mal durch Resurrection auf der PSP ja noch mal gesehen, wobei das sich eben eher an dem ersten Teil auf der PS1 orientiert hat. Aber wir haben jetzt nichts, soweit ich weiß, von der PS2-Ära gesehen oder PS3, ne? Erst als Sony angefangen hat mit diesen ganzen Reboot-Geschichten. Auflagen, warte mal, wo konnte ich jetzt hier? Ich konnte hier doch noch mal weiter. Oh, was ist das hier? Nee, das ist hier einfach nur eine. Oh, warte mal. Kann ich mich hier hochklettern? Nein, das klappt nicht. Irgendwo war hier auf jeden Fall noch mal ein Weg, wo ich dann hochfinden kann. Ah, das ist natürlich ein Durchgang hier und selbstverständlich dürfen wir auch von Moos benetzte große Statuen weghauen. Ich glaube, ich habe echt mein Schwert verpasst hier. Macht nichts, hau ich euch alle mit meinem Arm. Und wie die auch quietschen hier. Wobei mein Arm ist leider nicht so effektiv, als wenn ich das Schwert benutzen würde. Okay, vielleicht flüchte ich auch ein bisschen. War wahrscheinlich in den ersten Räumen, ich hab's jetzt hier nicht mitgenommen. Schlecht ist das Spiel nicht. No? Macht Fun, vor allem auch die deutsche Loka. Ah, ich habe die Pistole immerhin, aber ich habe keine Schuss dafür, oder? Oh doch. Oh, ein bisschen. So, jetzt werde ich mal rein zu meinen hier. Zack, 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 zack. Blockst du hier die ganze Zeit? Bringt die Pistole nichts? Ich schieße euch doch hier schon die Schieße euch so Klump. Ja, Leute, also ist was man sich nach einiger Zeit mal geben kann, um mal wieder auf so einen Nostalgietrip zu kommen. Aber eben eins dieser Spiele, über die gar nicht mehr gesprochen wird. Wenn, dann wird eben Medieval 1 erwähnt. Das ist die Action-Taste hier. Na, hier kann ich mich ducken. Hier kann ich nochmal weiter. Ah, jetzt bin ich oben und hier kann ich die Sprungeinlagen machen. I understand. Ich verstehe. So. Vor die Kiste stellen. Ist das vorne? Dann nehme ich lieber das Steuerkreuz. Geht genauer. Nee, ich muss hier aufballern, die Kiste. Das geht auch. Habe ich einen Kopf? Oh, ein Kupferschild habe ich gekriegt. Alles gut. Benötigt Museumsschlüssel haben wir leider noch nicht. Warte mal. Springen wir Kreis, ne? So, wir wollen ja nicht runterfallen und wieder den Weg dann hoch machen. Ja, vielleicht ist es interessant, wenn es tatsächlich nochmal wieder besprochen wird oder in den Vordergrund kommt. Noch nicht ganz fit, was denn? Hier sind nochmal ein paar Grundregeln für den Kampf. Drücke die Dreiecktaste, um dich zu ducken. Drückst du die Dreiecktaste, während du rennst, dann machst du den Temposprint. Kombinier das mit Sprung für einen Supersprung. Versuch's mal.
Weißt du, dass der der Tutorial... Ah, ja, da. Ich weiß, dass es ja der Tutorial-Johnny ist. Aber es ist schon sehr... Bricht die vierte Wand auf, ne? Wir hören uns noch mal einen Satz an, weil wir wollen ja hier nicht komplett durchspielen. Wenn du mit einem Schild aus dem Inventar ausgerüstet bist, wird die Dreiecktaste zur Deckung. Du kannst es mit dem Temposprint versuchen, wenn es brenzlig wird. Das Schild verträgt nur eine beschränkte Anzahl von Treffern. Benutze es also mit Bedacht oder du spürst die Folgen umso mehr. Möchte ich mich da jetzt reinarbeiten, wie genau diese Steuerung funktioniert mit gedrückt halten und allem drum und dran. Aber springen wir mal runter hier. Da sind wir wieder in dem Hauptraum hier. Wenn ihr noch Erinnerungen an Medieval 2 habt, ne, wenn ihr das mal ausführlicher gespielt habt und es potenziell steht es ja bei einigen Leuten hoch im Kurs, das kann ja eins der Spiele sein, die man damals... Da war das Schwert. Ich bin noch da entlang gelaufen. Ey, ich dödel. So, warte mal, nein. Select. Schwert ausgerüstet. Beendet. So wird ein Schuh draus. Guck mal, mit dem Schwert kann ich jetzt sagen, dann gehe ich noch mal hier diese beiden Ritter kaputt schlagen. Kommt her, ich mache euch jetzt zu Klump, ihr Schweinchen. Aber gebt mir gerne eure Erinnerungen daran weiter. Oh, und den Schlüssel hätte ich mal mitnehmen sollen. Den ich jetzt da oben benutzen kann. Ich habe fast schon Bock, ein bisschen weiter zu spielen. Gebt mir gerne eure Erinnerungen. War das ein Spiel, was bei einigen... Es kann ja durchaus in der Spielebox gelandet sein. So. Bong. Ja, hier! Habe ich die schon Kleinholz gemacht. Käseblut zermatscht. So, zack, zack, zack. Aufladen. Kamera ist egal, braucht kein Mensch. So. Gehen wir noch mit einem Erfolgserlebnis raus. Ja, genug davon, aber schreibt's gerne in die Comments mit rein, wenn ihr eine gewisse Nostalgie dafür habt. Ein Sequel, über das meines Erachtens, also ich stolper wirklich sehr, sehr selten, wenn überhaupt gar nicht drauf. Eine Überraschung. Wir können gleich zum nächsten Spiel übergehen und die nächste Matze uns angucken. War das hier? Skate or Die ist ein alter Multidisziplin-Sportklassiker von vielen Computern oder von NES. Ihr seht hier die C64-Version. Ja, so Downhill-Races mit ein bisschen so coolerer Attitüde. Zum Beispiel hier aufpassen, nicht durch den Maschendrahtzaun, weil sonst werdet ihr filettiert. Oder Halfpipe-Action mit Rodney Dangerfield als Skate-Besitzer, wo man die einzelnen Level ausgesucht hat. Habe ich viel Spaß damit gehabt auf dem Commodore 64. So eines der Spiele, ähnlich wie die Summer Games oder Winter Games Sachen. Ich habe mir sogar, weil ich Skate or Die so sehr mochte, den inoffiziellen Nachfolger Ski or Die, wo alles mit Wintersport war, zu Weihnachten gewünscht. Und ich habe das Spiel heute noch bei mir daheim. Wenn ich gewusst hätte, dass es aber nicht nur Ski or Die als inoffiziellen Nachfolger gegeben hat, sondern auch, könnt ihr es euch denken? Könnt ihr denken, was es ist? Skate or Die 2. Da ist es. Skate or Die, ja, krass, ne? Skate or Die 2, The Search for Double Trouble, rausgekommen. Es müsste nur auf dem NES gewesen sein. Es gab auch einen NES-Port von Skate or Die. Dieses Game hat verschiedene Modi. Ich gehe einmal kurz auf Ramp. Mit der Select-Taste können wir nämlich den Rampenmodus aktivieren, der ähnlich zu dem klassischen Skate or Die ist. Da gab es auch eine Halfpipe, ne? Nicht, dass ich es mit California Games jetzt durcheinander bringe. Nee, ich glaube, es hat auch eine Halfpipe dort. Wie bei all diesen Spielen, erstmal wieder herausfinden, wie kann ich Tricks machen, wann falle ich runter, wann kann ich was machen. Immerhin, das Gute ist beim NES, es gibt nicht so viele Knöpfe, ne? Wo man was machen kann. Der Nachteil, es gibt nicht so viele Knöpfe, das heißt, die sind unendlich überbelegt mit halte diese Taste gedrückt, drück nach oben und so weiter. Und wenn man sich das hier anguckt, ich glaube, das haben sie so ein bisschen alibimäßig damit reingetan. Ich starte auch einmal kurz neu hier. Das haben sie alibimäßig mit reingetan, weil es ist kein Multidisziplinenspiel, sondern es hat einen sogenannten Adventure-Modus, bei dem wir durch die Stadt gehen, hier aus Rodney Dangerfield ist jetzt, obwohl der heißt immer noch Rodney hier, Rodney Dangerfield ist ein Comedian, der visuelles Vorbild für den Shopkeeper war. Jetzt sieht er mittlerweile aus wie Jay Leno eher. Lester ist der Sohn von Rodney. Wir haben anscheinend ein großes Cinematic Skate or Die Universe hier. Auf jeden Fall, ich überspringe mal. Wir sind in der wunderschönen und ruhigen Stadt Elwood. Es ist wieder ein schöner Tag. Und das perfekte Wetter, dass die Frau des Bürgermeisters ihren Pudel Fifi zum Spaziergang ausführt. Und natürlich, wir holen unser Board aus mit den rosa Rädern, so wie es sich gehört. Da sind wir denn, for some serious sidewalk shredding. Das ist great, saubere Straßen, exzellentes Wetter. Kann es besser werden als das? Überfahre ich jetzt den Pudel? Oh, schau, Fifi, der... Oh Gott, ich glaube, ich überfahre den Pudel. Der, und der guckt schon, ne?
Der Antiquitätenladen hat einen Sale gerade. Hey, Poseur, ja, wo hast du denn gelernt zu... Warum ist der Glatzenmann jetzt der Böse? Was hat er euch getan? Mal selbst hier, der mit der... wir selbst haben eine scharfe Tolle. Verzieh dich, Icepick. Wen nennst du Poseur? Oh, oh, ich glaube, den haben wir gleich. Den fetzen wir gleich. Ack! So viel Storytelling hat man noch nicht erwartet. Oh Gott! Jip, jip! So viel hat man nicht erwartet. Fifi ist zu Moose geworden. Aber immerhin gibt's noch den Sale. Was heißt das? Oh, wir wurden später zum Mayor's Office gerufen. Nein, 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 wir wurden nicht gerufen. Oh, oh, die Frau des Bürgermeisters verlangt jetzt nach Skateverbot oder so. Aber auch zu Recht, wir haben den armen Hund da zermürcht. Und Skateboards wurden gebannt. Major Bummer, Dude. Ja, also... Ja, okay, ich will gar nicht über die Rechtmäßigkeit dieser Sachen hier diskutieren oder nicht diskutieren. Auf jeden Fall heißt das, Skateboards sind für Rebellen noch rebellischer als vorher. Und Rodney, der jetzt aussieht wie Jay Leno, läuft jetzt hier herum und verkauft mir Sachen unterwegs. Und ich muss jetzt hier adventuremäßig in der Stadt unterwegs sein. Da seht ihr, ich kann jetzt hier mit meinem Board hier herumfahren. Und ich habe die Möglichkeit, Gas zu geben, indem ich in die andere Richtung drücke. Ich kann springen. Wenn ich diese Leck-Taste drücke, kann ich mir verschiedene Moves hier drauflegen und verschiedene Waffen. Zum Beispiel, ich hatte jetzt mit einer Farbpistole geworfen, aber ich kann auch Eier werfen. Wie zum Beispiel... Aber ich muss ja Eier finden erstmal. Nee, ich habe gar keine Eier im Moment, aber sammeln wir dann Sachen ein. Ich muss hier adventuremäßig herumfahren. Da ist Rodney. Warte mal, wenn wir den kriegen, können wir uns Sachen einkaufen. Und... I don't know. Ja, also erstens, ich habe so den Kniff in der Steuerung noch nicht so richtig. Oh Gott, und jetzt kommt eine Katze. Will ich die auch? Oh, jetzt habe ich ein Ei gehabt. Und da kommen die bösen Skater hier. Kann ich den Ei entgegenwerfen? Nee, oder? Kann ich euch... Nee, jetzt habe ich, glaube ich, die ganze Farbe zerdödelt. Und jetzt habe ich wieder ein Ei. Warum auch nicht? Ich kriege irgendwie den Dreh in der Steuerung nicht hin. Ne? Ich versuche dann noch so Tempo aufzubauen oder dann zu springen. Aber ich glaube, ich habe noch nicht so den richtigen Kniff rausbekommen. Allgemein aber auch sowas. Ja, so ein Adventure-Modus kannst du natürlich reintun, aber es hat sehr wenig mit dem originalen Skate or Die zu tun. Sondern es könnte fast schon so ein Simpsons-Game sein, ne? Wo du so mit Bart und im Skateboard hier unterwegs bist und dann musst du die Alien-Mutanten herausfinden, so. Ab und zu mal, ich kann auch hier in verschiedene Türen rein, aber ich sollte nicht... Und schmeißen die mir Dynamitstangen da entgegen? Guck mal, noch mehr Hunde laufen hier herum, also muss echt aufpassen, dass ich hier nicht noch einen zermerge. Hier kann ich dann rein und zum Beispiel noch mehr von diesen Dosen mir holen und raus und so adventuremäßig Sachen ermitteln. Also, ich weiß nicht, ne? Man bekommt eben ein ziemlich anderes Spiel, als wie man es mit Skate or Die gewöhnt gewesen ist. Nicht, dass man sich nicht trauen sollte, auch mal was anderes mit der Formel zu machen. Aber wenn das das einzige richtige Sequel ist, ne? Und es gibt ja sogar ein anderes Spin-off, was ich für Skate or Die 2 hielt, nämlich Bad and Red auf dem Game Boy zum Beispiel, was anscheinend ein Skate or Die Side-Scrolling Spin-off war von Konami, was wesentlich verträglicher gewesen ist als dieses Game hier, vor allem in der hohen Geschwindigkeit und im klaren Spielprinzip, mit Top-Down- und Side-Scrolling-Leveln mit dabei. Und nicht mit dieser komischen Sammelarie, die hier mit drin ist. Also, ich weiß es nicht, ne? Wenn ihr große Fans von Skate or Die 2 seid und ich einfach nur die Qualität des Spiels nicht sehe, auch gerne in die Comments mit reinschreiben. Ich würde dem gerne eine Chance geben können, einfach wenn ich mal, wenn es mal Klick macht oder so. Oh, und da hat mich Lester hier erwischt. Was kann er mir verkaufen? Do you want it? Fries, Tapes, CDs? Oh, nee, ich kann 180 Olli einen Trick mehr kaufen. Ja, klar. Habe ich mir gekauft? Und jetzt kann ich den, glaube ich, hier dazu packen. Hab ich nicht. Ups. Board. Ah, ich habe einen Power-Weapon. M80. Oh, ist eine M80. Ist das eine Uzi? Habe ich eine Uzi hier gerade? Nee, M80 sind Dynamitstangen anscheinend. Egal, aber schreibt gerne in die Comments rein, was für eine Qualität diesen Titel ausmacht. Es reicht auch. Skater da 2. Irgendwie leider nicht das Gelbe vom Ei. Dafür aber, von wegen Sequels, einer meiner meistgespielten Gameboy-Klassiker, wir lassen die nächsten Mats laufen, ist folgender hier. Nämlich Motocross Maniacs.
von Konami umgesetzt. Oh, ich glaube, ich habe da die Jahreszahl nicht ganz richtig hinbekommen. Das müsste viel später als 87 gewesen sein. Wohl Anfang der 89 oder 90, 91. Ein Side-Scrolling, ja, Motorrad-Game, nicht unähnlich zu Excitebike, wie man das vielleicht vom NES noch her kennt. Oder ich musste auch sehr an Motocross Maniacs denken, als diese ganzen Trials, Heli Halli, Monday, 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 Nitro Time, die Spiele rausgekommen sind. Die sind ja mittlerweile als Trials auch sehr bekannt und sehr beliebt. Und ich habe das saumäßig gerne gespielt damals. Wir gehen aufs Ingame drauf. Was mir lange Zeit nicht bewusst war, ist, dass es in Skate or Die 2 für den Game Boy Color gegeben hat. Und nicht nur das, es gab sogar auch ein Motocross, Skate or Die, ein Motocross Maniacs 2 für den Game Boy Color, mir noch beim alten Spiel dann da drin. Was nicht nur Farbe dazu getan hat, sondern es ist jetzt hier die selbstlaufende Demo. Wir werden auch selber gleich ein bisschen spielen. Und es gibt auch einen Game Boy Advance Ableger namens Motocross Maniacs Advance, Motocross Advance, wie auch immer. Von dem Game Boy Advance Spiel hatte ich schon mal gehört, aber lange Zeit wusste ich eben nicht, dass es ein Motocross Maniacs 2 gibt. Ne? Und wir starten einmal hier. Und hey, sogar ein Zweispieler-Modus mit drin, Curse Edit, wie man es auch von Excitebike her kennt. Und diese Spiele sind nicht nur auf präzises Steuern dann angelegt, sondern auch, wie man mit einem Nitro vernünftig umgeht. So, wir geben mal Gas, dass wir zum Beispiel, ja, jetzt habe ich zum Beispiel die Kurve nicht hinbekommen, aber hier Nitro auslösen, das extra hier reinbekommen, dann hier nochmal Power geben, dass ich hier nochmal ein paar schöne Moves machen kann. Und wenn man einmal so im Flow drin ist, ne, kriegt man hier echt schöne Sachen hin. Ja, okay, hier die springen sollen. So klappt das besser, dass man seine Sachen auch vernünftig timet. Nicht nur, dass man eine gute Zeit dann hinbekommt, sondern einfach auch vernünftig durch die Level. Und ja, wenn man einmal so die Steuerung und das Timing intus hat, dann ist es einfach ein schöner Fun. Und hier, das ist als Sequel sehr, sehr straightforward, ne? Mit dezenten Verbesserungen, also steuerungstechnisch, visuell, dass man einiges mit der Optik noch mal angestellt hat für Game Boy Color. Also, dass man auch wirklich schön abgehobene, besser gesagt, nicht abgehoben im Sinne von, guck mal, wie wild das ist, sondern einfach, dass die Grafik sich voneinander abhebt und man genau erkennen kann, was ist Hintergrund, was ist Vordergrund. Na, das hilft schon mal enorm. Und wie bei den Trials-Games später, na, wenn ich nicht so viel Motocross-Maniacs gespielt hätte, gab ja diese, waren das Flash-Games damals oder es waren auf jeden Fall downloadable Online-Games, wo man dann, wo die Physik noch extremer war als bei den heutigen Trials-Spielen. Die habe ich auch lange, lange gespielt, weil ich eben Motocross Maniacs und im Vorhinein noch Excitebike auf dem NES sehr gern gespielt habe. Aber vorwiegend Motocross Maniacs, weil NES hatte ich nicht selber, muss ich bei einem Kumpel spielen, aber Game Boy hatte ich selber und Excitebike war eben ein stetiger Begleiter für mich. Motocross Maniacs, verdammt. So viele Spiele, die wir heute im Köcher haben. Und ja, wenn ich zeitnah davon erfahren hätte, hätte ich auch Motocross Maniacs 2 dann sehr, sehr ausführlich damals gespielt. Jetzt musste ich es im Nachhinein erst erleben, aber gerne auch nochmal weitergeben. Ja, es gibt Motocross Maniacs 2 für den Game Boy Color. Bei Gelegenheit schaue ich mir auch nochmal die Game Boy Advance Fassung auch ein bisschen näher wieder an, weil es ist auch schon lange her, dass ich die gespielt habe und da sollte man zumindest da auch das Augenmerk drauf lenken. Bevor wir in die Werbung gehen, ein Spiel wollen wir nochmal präsentieren und da hatte ich, glaube ich, in dem Zusammenhang schon in der anderen Sendung ein bisschen was dazu gemacht, aber eigentlich, dieses Spiel vergisst man sehr, sehr gerne auch wieder mit den Jahren, weil einfach so viel dann dazwischen kommt. Wir lassen mal die nächste Mats laufen. Das Original hat man gerne im Blick, denn Rampage ist natürlich ein Arcade-Klassiker, nicht zuletzt auch wegen der Verfilmung mit Dwayne The Rock Johnson. Wieder in aller Munde. Das ja, bis zu 3 Player gleichzeitig Game, wo man als große Monster unterwegs ist und dann eine Stadt kaputt haut und Menschen knuspert und Gebäude dann weghaut, ordentlich Zerstörung erstellen. Sogar der Film war gar nicht mal so schlecht. Na, also The Rock ist immer so ein bisschen mixed, was die Qualität angeht von solchen Action-Sachen. Ab und zu mal, wie hieß das Ding, wo er auf dem Hochhaus herumgeturnt ist und nur noch ein Bein hatte? Skyscraper war das? Aber nicht so toll, ne? Aber San Andreas, wo er, also, was nicht zu GTA gehörte, sondern wo er dann Flugzeug, hier Rettungshubschrauber-Pilot war, irgendwie sowas. Das ging wieder schon. Auch egal. Aber in dem Zusammenhang Rampage natürlich häufiger nochmal neu aufgelegt. Man hatte aber das Original so präsent, wenn man überhaupt an diese Serie noch denkt, dass man an die Sequels gar nicht mehr so direkt zurückdenkt, die natürlich über viele Generationen zurückgekommen sind. Und gerade der zweite Teil, Rampage 2 Universal Tour. Wenn wir aufs Ingame drauf, so kam das nämlich auf der PlayStation 1 heraus. Ich meine, es gab ein Rampage 2 World Tour potenziell oder zumindest in den Arcade sowas gegeben. Universal Tour sagt natürlich noch mal ein bisschen mehr was aus.
Ich kenne das hier jetzt auch maximal von der PlayStation 2 eher her. Ich weiß nicht, welche Avalanche-Software das sind, weil es gibt ja einige Studios, die so heißen. Sind das die Mad Max-Leute? Sind das die, die Harry Potter gerade machen? Zum Beispiel, I don't know. Ne? Ist aber auch schon ein bisschen länger her. Was gemacht wurde für Rampage 2 ist, dass es eine neue Riege an Monstern gibt. Das war übrigens die Kaiju-Folge, die ich vor vielen Jahren mal hier im Retro-Club gemacht habe. Da müsste ich auch ein bisschen was schon davon gezeigt haben. Aber es passt eben auch hier gut rein. Alles so ein bisschen auf Comedy gemacht, überspitzt Comedy, das werden wir gleich auch in den Cutscenes sehen. Drei neue Monster, wir müssen auf der Welt erstmal Gebäude kaputt machen und die alten Monster befreien. Wir könnten sogar bis zu dritt hier spielen. Ihr seht, ich habe Curtis die Maus, ich habe Boris das Rhinoceros und ich habe Ruby den Krebs? Ja, ne, oder so? Nehmen wir Ruby mal. Und immerhin, Ruby ist auch gut ausgeglichen. Wir sehen von den Climbing, Walking und Punch-Sachen dann ausgeglichen von den Werten, die wir haben. Ich kann mir jetzt eines der klassischen Monster, Ralph, George oder Lizzie, aussuchen, um sie entsprechend zu befreien. Gehen wir mal zu Lizzie zuerst. Und ihr seht schon die Cutscenes, die zwischendurch dafür gebaut wurden, bewusst so auf Comedy mit zerfallenden Logos hier und Nachrichtensprechern, die in die falsche Kamera gucken. Man will natürlich diesen überspitzten Faktor haben. Good evening. In tonight's top story. Das Problem habe ich auch. Guck ich in die Kamera? Oder guck ich in die Kamera? Oder in die? Oder in die? In tonight's top story, the capstone of the Empire State Building was set today. Reconstruction of the world's major cities has now been completed. Der Gag war groß genug, dass sie den aufwendig animiert haben, ne? In welche Kamera der schaut. In a related story, the perpetrators of the mass destruction, George, Lizzie and Ralph, continue to draw record crowds to see them in captivity. The monsters will now be separated for safety precautions. George will remain in New York, Lizzie is being shipped to Tokyo and Ralph will be held in London. The markets were up heavy today. Jetzt wird er aggressiv. And now, with a special report, Nancy Scott. Geht's jetzt schon rüber ins Gameplay? Nein. Oh my gosh, did you see that? Once again, Scum Labs have been unable to contain their genetic experiments. Military forces have yet to mobilize, and this report has reason to fear for her life. Public beware, get inside, lock your doors, your windows, and for goodness sake... Oh Gott. Möchte ich mit diesen Mörderern da spielen, die die arme Reporterin geknuspert haben? Thank you for that report, Nancy. Anscheinend schon. Ich überspringe mal weiter, die coolen Gags, die jetzt noch kommen werden. Also, weil die noch so viel Attraktion sind, die alten Monster, werden sie gefangen gehalten, damit die Leute im Zoo dann gucken können. Aber leider, neue Experimente, genetische Experimente sind da, wie zum Beispiel hier unsere Krabben und alles drum und dran, die jetzt auch geflohen sind und mal alles hier kaputt stampfen können. Wie ihr im Vergleich seht zu den älteren Games, das ist anscheinend Tokio. So sieht's da aus. Aha, okay. Warte mal. Ah, nein, was war denn Punch war hier, ne? Da. Sag mal, schieß mich doch nicht an. Habt ihr doch nichts. Achso, doch, ich hab ihm schon was getan. Ist das ein Elvis Impersonator? Sag mal, was ist denn hier so. Wieso ist das so anstrengend hier? Wollte nur hier, zack. Jetzt hör mal auf mit der Scheiße. So, lass mich hier mal rauf. Dass ich hier mal hier zugucken kann. Ja, ich wollte gerade sagen, steuert sich eigentlich ein bisschen entspannter und angenehmer als vorher. Die drei alten Monster wurden dann in Zoos dann gesperrt, weil die Leute, die sich doch gerne angucken, jetzt habe ich ihn geknuspert. So sollte es eigentlich sein. Du dummer Panzer! Ey, das ist voll anstrengend, ey. Hatte ich hier nicht noch einen Schutz oder so? So. So, jetzt nervst du mich nicht mehr. So, aber euch kann ich hier knuspern. Sind wir auf jeden Fall in Zerstörungstour hier unterwegs. Die Location ist wesentlich breiter und ich habe noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten hier. Mir gefällt dieser Tritt festhalten und dann punchen oder so. Ist dann schon wieder ein nächster? Mal auch hier die Autos. Was haut mich denn da an? Krankenwagen. Komm mal her, Krankenwagen. Ah, bist du geflohen, ne? Ja, kann nichts dafür. Aber dafür kriegt das jetzt hier Bang
nochmal alles weg. So, hier einmal rauf. Ja, ey, Rampage auch in der Fortsetzung hier. Ist ein fun, spaßiges kleines Arcade-Game. Ihr habt schon gesehen, man kann auch hier zu dritt gleichzeitig unterwegs sein. Natürlich, die neuen Monster, mittlerweile nicht mehr so neu, sind nicht ganz so ikonisch wie Lizzie, Ralph und George, die ja wirklich so die klassischen Movie-Monster dann sind, die ironischerweise auch genau in ihre Movie-Monster-Locations dann gepackt wurden. Wer ballert mich denn da an? Dafür gehe ich jetzt Leute knuspern. So, komm mal her. So, hier einer knuspern. Hier, beschwer dich nicht, Opa. Ziehen wir mal hier so raus. Zack, 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 zack. Die sind nicht so ikonisch, die haben sich auch nicht wirklich in der Popkultur festgesetzt. Ist es kaputt? Ist kaputt jetzt hier. Da man die anderen ja auch befreien kann, ich glaube, es war das so, dass man mit denen dann auch später spielen konnte, wenn man es denn mag. Und zumindest unterschiedliche Statuswerte gleich von Anfang an gezeigt und nutzt ja auch adäquat die Möglichkeiten der PS1 hier aus. Also weitläufige Level, es ruckelt jetzt nicht, die Figuren sind gerendert und halbwegs groß. So, jetzt können wir mal hier Punch, Punch. Wer hat mich da? Oh, hat mir einen angezimmert. Am Fundament alles hier so kaputt treten. Ab und zu mal eine Runde Rampage. Das ist jetzt nicht einer der Klassiker, wo ich dann sagen würde, ey, da möchte ich alle paar Monate mindestens mal wieder spielen. Ich mag sie zwar, aber es sind jetzt hier nicht die. So, Schere gegessen? Nee, habe ich gekotzt mit der Schere. Die Schere war nicht gut. Die war aber auch sehr groß, die Schere. Nichtsdestotrotz, es kann wieder Fun machen. Ja, wenn man sich einmal richtig austobt und dann zack, so, jetzt habe ich den Krankenwagen erwischt. Mal gucken, ob wir das letzte Haus hier blödeln können. Och komm, ihr müsst mich doch nicht von oben da weghauen. Positionieren. Zack, zack, so. Ein paar Mal treten und dann geht das schon. Ich glaube, dann habe ich den Level hier geschafft. Oh. Oh, mal der knuspern. Habt ihr nun davon? Hier. Oh, das war nicht gut, da habe ich eine große Pfeife gegessen. Reden wir hier nochmal ein bisschen so nach. Aber könnt ihr auch gerne in den Comments mal euch ein bisschen austoben oder ausführen, weil ich meine, das Spiel hält sich ja nicht umsonst so lange in der Popkultur und sogar so lange, dass eben ein The Rock-Film nochmal vor ein paar Jahren gekommen ist. Und ich habe Beijing komplett kaputt. Oh, ich bin noch gar nicht in Tokio. Ich arbeite mich erst hoch durch Beijing und ich habe gute Zerstörung hinbekommen. Das ist ja schon mal was. Kleiner Einblick in Rampage 2. Universal Tour auf der PlayStation. Wir gehen eine kurze Pause, weil wir zurück sind. Noch viel mehr vergessene Sequels. Bis gleich. Da wären wir wieder. Pause ist vorbei im Retro-Club. Vergessene Sequels sind angesagt. Ich darf immer noch euer Gregor sein. Das nächste Spiel werde ich nicht vergessen. Ganz sicher nicht, aber viele andere Leute haben es vergessen. Wir lassen die nächste Mats laufen. Das Original kennt natürlich jeder. Sonic the Hedgehog auf dem Sega Mega Drive. Kultklassiker, nicht nur hier im Retro-Club, großes Thema, sondern wenn ihr das jetzt zeitnah zur Aufzeichnung euch anschaut, in Bälde kommt ja auch Sonic the Hedgehog 2 als Kinofilm nochmal raus. Und der erste war erstaunlich spaßig. Und der nächste sollte auch ganz spaßig werden. Bei so vielen Sonic-Spielen kann man natürlich ein bisschen den Überblick verlieren bei dem allen, was es gegeben hat. Die Adventures und Shadow the Hedgehog und Schieß mich tot the Hedgehog und alles. Ja, ne, da kann man den Überblick gerne verlieren. Aber ein bestimmtes Spiel, das sich mir in die Hirnwindung gebrannt hat und das ihr jetzt auch mal genießen und sehen solltet, ist etwas, was einer meiner... Das war ein Launch-Titel für das System, den ich mir zugelegt habe, weil ich einfach, hä, das gibt's? Und dann habe ich zu Hause gesessen und gedacht, okay, das gibt's wirklich. Ne? Wir können gerne auf das Ingame drauf. Was ihr hier seht, ist nämlich nicht Sonic the Hedgehog, sondern Knuckles Chaotix. Knuckles Chaotix für das Sega 32X, das Add-on von dem Sega Mega Drive. Von dem es, das nicht so sehr bedient wurde, auf dem es dann knapp 40 Spiele gegeben hat. Davon war eines davon featuring Knuckles, the Echidna, Welcome to the Next Level in 32X-Welt. Das Kaufargument, ne? Ein Sonic-Spiel ohne Sonic, sondern mit Knuckles in der Hauptrolle. Und da läuft auch so die selbst ablaufende Demo. Da seht ihr ein bisschen, oh, vielleicht brauche ich auch keine Spiele, wenn die selbst ablaufende Demo das für mich hier gleich erledigt. Ein
sehr eigenes Spielekonzept, was durch das 32X erstmal grafisch eigentlich gar nicht mal so schlecht ausschaut. Ich finde so der Detailgrad der Grafik und auch, dass so viele Sprites vergleichsweise dargestellt werden können. Die Musik hört sich auch okay an, also technisch habe ich mich nicht beschweren können. Das Spiel selber ist aber eine ganz, ganz merkwürdige Idee. Ihr wählt zwei Charaktere aus, die mit so einem magischen Band miteinander wie so ein Jojo verknüpft sind und dann benutzt werden können, um Rätsel zu lösen. Okay, der Typ, der die selbst ablaufende Demo spielt, spielt auch nicht gerade klasse hier. Sollten wir aber doch dann da mal reintun. Und dieses Konzept, ich weiß es nicht. Es war, glaube ich, eine frühe Demo, wo sie das mal ausprobiert haben. Wir sehen hier, die Steuerung ist auch nicht allzu aufwendig. Call, Hold und Jump haben wir also nicht alles nur mit Sprungtaste, sondern auch ein paar verschiedene andere Sachen, die wir hier einstellen können. Man kann das auch zu zweit spielen, sodass jeweils eine Person dann starten wir mal neu hier. Ne? Dass jeweils eine Person dann einen anderen Teil des Charakters hier einnimmt. Wenn wir hier starten, mit Knuckles sind wir noch im klassischen Look hier unterwegs alleine, aber müssen natürlich dann erstmal auch unseren Kollegen finden. Und dann kann man sich gegenseitig unterstützen. Geh doch mal auf hier. Damit man weiterkommt. Wenn man zuspielt, mag man denken, hey, geht's gleich los, wird bestimmt ein schönes, aufwendiges Sonic-Spiel. Guck mal, Parallax-Scrolling, bunte Grafik. Aber da ist der Doktor, der Robotnik, und da hat er schon, ne? Wem packt er da rein? Das war... Gott, wie hieß der Charakter hier? Weiß ich auch nicht mehr. Aber da kommt Metal Sonic, und wir sind durch das magische Band miteinander verbunden, und Metal Sonic rettet oder entführt Dr. Robotnik, eins von den dreien. Er rettet ihn wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt sind wir durch dieses untrennbare Band miteinander verknüpft. Er zeigt mir hier im Practice-Mode gleich, was wir anstellen können. Es gibt, glaube ich, Sinn, dass man es nochmal dann hier verdeutlicht. Mit A ruft man den Partner zu sich und kann den zum Beispiel arretieren mit dem B-Button, sodass man ihn dazu benutzen kann, um Schwung aufzunehmen, was ein bisschen mehr klappt. Du kannst auch den Partner nehmen und dann werfen. Man kann natürlich auch springen und normal wieder. Man muss gucken, dass man sich irgendwie so Jojo-Style mit dem Momentum durch den Level dann durchjagt. Ich überspringe mal jetzt hier weiter. Step 1. Skip, please. Sehr ausführliche Demo hier. Skip, please. Skip. 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 Ach nee, Leaf sollte ich machen, ne? Gar nicht drauf geguckt vor lauter Skip. Ich hätte es auch so dann verlassen können. Also, zum Beispiel, wenn ich den Partner hier festhalte mit Hold. Benutzen, wenn ich auf der mit dem Knopf loslasse, dann kommt der in Schwung. Aber also mit dem Steuerkreuz loslachen und dann loslassen, damit man hier sich in den Schwung packen kann. Und das ist schon recht speziell. Mein Partner kann hier groß werden durch die eine Taste und dann kann ich ihn benutzen, um ihn zu werfen. Ja, das 32X wird schon ausgenutzt, um hier einige Sachen damit anzustellen, aber das Konzept ist schon recht weird. Und hier, Rätsel lösen. So. Allzu schwer soll das nicht sein. Lass mal gucken, ob wir den Partner vernünftig positionieren können. So, Hold. Ziehen wir lang. Und so können wir auch so kleine Rätsel lösen. Super schlecht ist das jetzt hier nicht, aber es fühlt sich von der Idee her an, man hat diese Idee gehabt und hat geguckt, ob man hier nochmal was Besonderes durch die Plattform hier rausziehen kann. Vielleicht dachte man auch, ey, die extra Grafikeffekte reichten nicht ganz für das 32X, lass uns mal gucken, was wir mehr machen können. Ich habe das, ich glaube, nie komplett durchgespielt damals, ne? Es war zwar halbwegs fun, aber eben auch etwas, wo... Haben wir das überhaupt mal irgendwann in irgendeiner Collection nochmal neu aufgelegt gesehen? Es gab so viele Sonic Collections. So, hold, please. Nein, hold. Ja, nicht aufnehmen, so, hold. Was wir hier machen können. Ich glaube, das ist gerne einer der Titel, die vergessen werden. Oder ich habe den noch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er als Collection gekommen ist. Als Sonic-Fan muss ich natürlich das 32X-Game da haben, aber es war am Ende eines meiner weniger gespielten Module. Da habe ich dann tatsächlich mehr sowas wie Virtua Racing und andere Sachen präferiert. Ihr müsst nicht unbedingt mit den beiden Charakteren hier unterwegs sein, sondern in anderen Sachen könnt ihr auch andere Figuren dann beispielsweise wählen. War das auch von der Story? Warte mal, wir klettern nochmal rauf. Hier als Knuckles. Knuckles hat natürlich weiterhin seine Flugfähigkeiten, ne? Die wir auch benutzen können. Mal kurz gucken. Und ich kann natürlich auch den Spin Dash hier machen. Aber der Spin Dash ist natürlich nicht so effektiv. Hier kommen wir hier nicht so durch.
nochmal hier weiter hoch. Sodass man eher die anderen Fähigkeiten einsetzen möchte. Und haben wir es zum Endlevel geschafft? Oder ist das der Bosskampf hier schon? Nee. Da geht's schon. Und okay, ich muss nicht mal hier die Tiere befreien. Also genug davon. Ne? Ich glaube, bei einer anderen Gelegenheit können wir gerne auch noch mal ein bisschen mehr uns um Knuckles Chaotix dann kümmern. Aber Sequel, über das gar keiner mehr spricht. Sehr, sehr weird. Wenn wir bei Sega sind, lass uns mal da bleiben, aber auf eine dezent andere Hardware draufgehen. Wir lassen die nächste Mats mal laufen. Was ihr hier seht, ist Afterburner 2 aus den Arcades. Natürlich klassisches Afterburner, als auch der zweite Teil. Einer der beliebtesten Flugshooter aus der damaligen Ära mit entsprechend großem Arcade-Cabinet ausgestattet. Und hier in der Arcade-Version natürlich auch visuell sehr, sehr hübsch. Wobei auch die Mega Drive-Version nicht schlecht gewesen ist, wenn nicht ganz so aufwendig wie das hier. Nichtsdestotrotz ein Titel, den man auch gerne dann gezockt hat. Wurde auch später bei anderen Sachen nochmal aufgelebt. Afterburner Climax gab es ja zu PS3 und 360 Zeiten. Was gerne vergessen wird, ist, dass es tatsächlich auch ein Afterburner 3 gegeben hat. Eine richtige 3 mit drin. Wir können aufs Ingame gerne auch rüber. Wird, denke ich mal, zu einem guten Teil vergessen, weil es exklusiv für das Sega Mega CD rausgekommen ist. Was natürlich dann da benutzt wurde mit der CD-Power. The F-14 Tomcat. Cage Lightning with Million-Dollar Missiles and open 20mm Cannon. You'll need every ounce of firepower this plane can offer for your current mission. Command Headquarters let you know this morning that the enemy is building airfields and bases all over the desert. They're protecting those bases with squadrons of their best interceptors. Your job is to take out those bases. If you have to knock down a few enemy planes, so much the better. Just you and your F-14. With a good pilot, it's holy terror. With you, it should be unstoppable. Nee, das animieren wir nicht mehr. Nee, ja, von der Vorderseite natürlich angucken. Ich glaube, ich möchte gleich mein Leben für den amerikanischen Staat und den Präsidenten gleich opfern. So hat er mich motiviert jetzt hier gerade. Durch das Mega-CD natürlich solch wunderbaren Intros hier möglich. Allerdings, die Art des Spieles hat es dann eben auch ein bisschen limitiert, dass es auf anderen Plattformen hier dann rauskommt. Das ist ein sehr interessanter Titel in der Hinsicht, dass es eigentlich gar kein Afterburner 3 gibt. Obwohl, ihr seht es jetzt hier, ne? Ist da auch entsprechend so rausgekommen. Ich guck mal kurz auf die Options, dass die Steuerung nicht durcheinander. Ich mach mal auf Easy, sicherheitshalber. Und Direction, das sollte normale Flugsteuerung sein. Einfach, um mal jetzt hier sich auch ein bisschen konzentrieren zu können. Interessanterweise, ich habe es mich hier auch nochmal notiert, damit ich es hier nicht durchbekomme. Afterburner 1 und 2, Vulcan Missile, Afterburner Speeddown. Okay. Damit ich es nicht durcheinander bekomme. Also, die ersten beiden Afterburner, klassische Sega-Games gewesen, aber natürlich auch mit Gimmicks für die Spielhalle, mit großen Automaten, teilweise mit so ein bisschen Hydraulik, dass du auch so einen Sitz hattest, der sich ein bisschen bewegt. Sega hat sowas natürlich gerne benutzt, um in den Spielhallen dann nochmal Spezialhardware und Sachen anzubieten, die dann, wo du sagst, alter Verwalter, nee, da gebe ich doch gerne mal ein Markstück oder zwei dann dafür aus. Als Nachfolger zu Afterburner gab es ein Spiel namens G-Lock, ja, das man vielleicht auch von dem passablen Port auf dem Game Gear kennt. Natürlich nicht so aufwendig wie in den Spielhallen. G-Lock müsste aber auch das Spiel gewesen sein. Ich muss das nochmal checken, nicht, dass ich es falsch abgespeichert habe. Ich glaube, es war G-Lock. Sega hatte so einen 360-Grad-Automaten gemacht, wo du dich anschnallen konntest. Und wenn du Loopings gemacht hast, wenn du auf den hier gemacht hast, dass sich tatsächlich auch das komplette Cockpit mit dir gedreht hat, da drin, das müsste G-Lock jedenfalls gewesen sein. Und das hat so ein bisschen in den Spielhallen dann, Afterburner ersetzt, sagen wir es mal. Weil das ist schon, ist ein großer Klassiker, aber auch eine klassische Marke eben gewesen. Und in den Spielhallen probiert man sich Sachen einfach aus. Also als Nachfolgeserie dann G-Lock gemacht. Und dieses G-Lock hat in den Arcades ein Sequel bekommen namens Strike Fighters. Also G-Lock 2 war Strike Fighters in den Arcades. Und ratet mal, was Strike Fighters 2 auch ist. Es ist Afterburner 3. Also Afterburner 3 ist ein Mega-CD-Port. Kann ich eigentlich hier, also ich hätte auch mal die anderen so hier mal auswählen können. Stage 3 mit dem Turbo. Und es wechselt hier übrigens auch mal von der Innenperspektive auf Außenperspektive. Wahrscheinlich, damit ich jetzt nicht erwischt werde vom Gegner. War das so.
dieses Strike Fighters, und es gibt noch ein anderes Strike Fighters übrigens, was nicht damit wohl zu tun hat, aber das Strike Fighters, was das Sequel von G-Lock gewesen ist, also G-Lock 2, wurde als Grundgerüst genommen, um Afterburner 3 das zu machen. Es reicht mal viel mehr, muss ich glaube ich jetzt auch nicht davon zeigen. Weil wahrscheinlich im Heimbereich Afterburner bekannter war als G-Lock oder Strike Fighters als Marke. So oder so ist so ein bisschen wirklich der Teil der Afterburner-Serie, der gerne hinten überall gefallen lassen wird, weil es ist okay als Spiel, aber da haben mir die originalen Afterburner auch mehr Spaß gemacht. Und ich glaube, ohne dass du den Harnisch und die Spezialhardware in der Arcade hast, diese Spiele können Spaß machen, aber nicht so sehr, wie sie es eigentlich sonst hätten machen können. Wenn wir auf dem Mega-CD sind, ich habe noch ein weiteres CD-Game hier da. Und das war mein kleines persönliches Anliegen, dass wir es hier auch noch mal präsentieren können. Wir lassen die nächste Mats laufen. Was ihr hier seht, ist das Spiel WWF Super WrestleMania. Hier in der Mega-3-Fassung gab es auch auf dem Super Nintendo. Und Wrestling-Spiele zuletzt haben Kollege Andreas und ich ja das neue WWE-Game uns angeguckt. Ich habe als alter Wrestling-Fan natürlich damals schon solche Games gerne gespielt. Super WrestleMania war einer der Klassiker, der häufig fortgesetzt wurde. Es gab ja auch das WWF Royal Rumble, was quasi der zweite Teil gewesen ist für die damaligen Plattformen. WWF Raw wurde noch mal als dritter Teil aufgesetzt. Aber eigentlich war dieses WWF Raw nicht der dritte Teil, den man spielen konnte. Denn es gab in dieser ganzen klassischen WWF Wrestling-Serie noch einen Teil, der auch so gerne ein bisschen hinter dem Überfällt. Und ich denke, es liegt auch zu einem guten Teil daran, dass man eben auf dem Mega-CD dafür wieder gewesen ist. Habe ich damals häufiger noch im Karstadt gesehen, unter anderem. Und ich fand es speziell dann spannend, weil es eben auch die CD-Fähigkeiten benutzt hat. Wir gehen aufs Ingame drauf. WWF Rage in the Cage. Ja, Rage in der Cage, im Käfig sozusagen. Und basierend auf der Engine, auf dem Grundgerüst von Super WrestleMania oder Royal Rumble, müsste ein bisschen vorher gewesen sein, ne? Also der müsste zwischen dem und Raw müsste 94 gewesen sein, ist auf Mega-CD rausgekommen und hat eine eigene Riege an Wrestlern nochmal ergänzt, plus das bekannte WWF-Käfig-Match da mit reingetan, mit den blauen Gittern, wer sich aus den 90ern noch dran erinnert. Und ein besonderes Anliegen war es mir auch, das hatten wir bei der WWE 2K22-Session nochmal erwähnt, Kollege Andreas und ich, Scott Hall, der Wrestler, der auch als Razor Ramon in der WWF bekannt war, der ist leider vor kurzer Zeit verstorben nach einer schweren Operation. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht und mittlerweile ist er es leider und ist unter anderem auch hier mit dabei. Und schaut euch alleine die wunderbaren Schwarz-Weiß-Clips hier, Flexi Lexi mit der Rolexi, zeigt uns mal seine Muckis hier, Tatanka hatten wir dann vorne dran. Der wird auch hier gefeatured in dem Spiel und als ich bei meiner Recherche über neue vergessene Sequels wieder drüber gestolpert bin, wollten wir Razer auch noch mal zumindest hier eine kleine Bühne bieten. Das Spiel selber orientiert sich sehr stark, wie gesagt, an den vergleichbaren Games, hat ein paar extra Sachen mitgebracht, aber dadurch, dass wir auf CD hier drauf sind, auch ein bisschen hier die Videos mit reingetan. Als auch, wir werden gleich das hören, es gibt gesprochene Ringansagen mit dabei. Wir machen mal ein kleines Match, wollen mal das spezielle Cage-Match uns hier angucken. Machen wir für One-Player. Boah, ich ziehe die Difficulty mal ein bisschen runter, weil das wird schon sehr stark buttonmashig hier. Ich habe es wieder gemerkt, einfach die Dinger werden knifflig. Wir lassen den Gegner mal von der CPU wählen, lassen wir uns überraschen, aber den Charakter selber wählen wir. Und hier sehen wir auch schon alte Klassiker wie Kamala, der Gigant aus Uganda, Crush mit dabei, Mr. Perfect, einer meiner Lieblinge, liked him very much, Randy Savage, der Macho Man hier mit dabei. Headshrinker Samu von den Headshrinkers. Batu kennt man auch als Rikishi. Heutzutage würde ich sagen, das ist auch schon 20 Jahre her. IRS, natürlich der mit dem Million-Dollar-Man im Tag-Team gewesen ist. Flexi Lexi haben wir hier. Und da ist Razor. Und natürlich viele andere Wrestler, aber ich wähle einmal Razor hier. Bevor wir... Oh, press A to see your special move. Machen wir mal. Ich glaube, wir kriegen gleich ein kleines... Ja, sogar ein kleines Video vom Razor's Edge hier. Gegen wen? Ist das Jeff Jarrett? Nein, so ein Jobber hier. Ja. Ich mal mir mal aus, dass es Chris Jericho gewesen ist, der den gerade abbekommen hat. Wir wählen mal Razor Ramon und mal sehen, gegen wen uns der Computer reinschmeißt. Gegen Headshrinker Fatu. Warum auch nicht? Und jetzt, Regie, bitte den Ton aufdrehen, weil wir wollen die Ringansagen dann hören. Weil mit originalen Howard Finkel Announcing mit dabei und Sprüchen von den Wrestlern sogar. The following contest to take place inside of the steel cage is scheduled for one fall. To my left,
From the Isle of Samoa, weighing 277 pounds, Edge Shrinker Fatu! Boo-boo! Is that da da da! Yeah! 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 To my right, from Miami, Florida, weighing 287 pounds, Razor Ramon! Say goodbye to the bad guy, man, as Razor Ramon will grind you under my Cuban heel like the cockroach you truly are. Cockroach hat ihn genannt. Das ist natürlich auch Scarface entnommen. Fatu hat nicht allzu viel gelabert jetzt hier gerade. Und ihr seht hier Rage in the Cage, das gute alte Käfig-Match. Die WWF hatte damals diese blauen Stahlkäfige gehabt, nicht der Maschendraht, der heutzutage gerne benutzt wird. Was ich persönlich auch cooler fand damals, weil man einfach besser da durchschauen kann. Das Spiel funktioniert so wie die anderen. Leider brauchst du auch einen sehr schnellen Finger hier, um dann entsprechend die Moves auszulösen. Punches, Kicks und Griffe und so weiter. Ja, diese Käfige fand ich damals in der Sache cool, weil man A, mit den Kameras besser durchschauen kann und auch für die Wrestler ist es dementsprechend cooler, weil sie einfacher da hochklettern können. Weil es geht natürlich Escape the Cage Rules. Ja, ich muss dann es schaffen, den Gegner so mürbe zu machen mit meinen Moves. Und der hat, selbst mit runtergesetztem Schwierigkeitsgrad, hat er mir einiges zuvor hier. Ich kann drücken, wie ich lustig bin, gerade im Moment. Dass man aus dem Käfig, über den Käfig rüberklettert und als erster nach draußen kommt. So, komm hier, Fatu. Zack. Zacke die Zack, schön dann hier drauf. Und er hat sich nicht viel Mühe gemacht für seinen Aufsager, ne? Einfach nur mal ein bisschen geschrien. Aber gutes Tag Team damals, die Head Shrinkers. Man konnte ihnen keine Headbutts geben, weil Samoaner ja so harte Köpfe haben. Das war das Klischee. Hey! Here is your winner, Head Shrinker Fatu! Du Penner! Wollt kurz erklären, du bist am Käfig rausgekommen. Aber gut. Kann passieren. Ja, reicht. Hat auch, ja. Ja, man hat auch nicht immer die besten Karten bei so einem aufwendigen Game von damals. Wobei, ich war gar nicht so schlecht bei Royal Rumble, muss ich sagen, auf dem Super Nintendo. Aber ich hab's wohl wieder alles verlernt. Aber gut, wir durften uns noch mal angucken, wie Razor damals in Action ausgesehen hat. Und Fatu war Rikishi, ne? Nicht Samu. Samu war der andere. Ja, ich krieg's auch immer so ein klein bisschen durcheinander. Ein letztes Sequel würde ich euch gerne noch mal zeigen. Wobei, danach habe ich noch einen kleinen Trailer. Ein Spiel, was ich euch gerne auch noch mal gezeigt hätte. Aber es war sehr schwierig, hier abzubilden. Werde ich darauf aber eingehen. Aber das letzte Spiel für heute, das hat mich auch perplex gemacht. Weil das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Radar. Wir lassen die nächste Mal laufen. Dort sind wir natürlich Mortal Kombat. Mittlerweile zum großen Teil vom Index gekommen. Die meisten Titel in den letzten Jahren runtergesetzt, sodass wir wieder größtenteils vernünftig drüber quatschen können. Hier seht ihr den allerersten Teil in der Arcade-Version. Und auch Mortal Kombat, eine Serie, ein Franchise, was super viele Fortsetzungen bekommen hat. In den meisten Fällen natürlich noch eine Nummerierung hinten dran, sodass man weiß, wo man gerade dran ist, welches Spiel da gemacht wurde. Und es sind noch eine Handvoll Spiele auf dem Index, auch ein paar der Spin-offs, die ich potenziell zeigen konnte. Aber es sind tatsächlich die bekannteren. Ich bin aber über eins gestolpert. Da dachte ich, hä? Das gibt's? Was ist das denn? Lass mich das mal angucken. Und dann habe ich mir angeguckt und gesagt, holy shit, was ist das? Rausgekommen auf der PlayStation 1 im Jahr 2000, wir können gerne aufs Ingame draufgehen, weil dieses Intro müssen wir gleich auch genießen, ist Mortal Kombat Special Forces. Spezialeinheit. Da sehen wir's. Mortal Kombat Special Forces. Dragon Design, all Character Names, whatever. Midway hat fleißig produziert, auf der PS1 ein Sequel, ein Spin-Off rausgebracht, was überhaupt nicht präsent ist. Dann Jax, richtig geht's ab. Er hat eine Knarre in der Hand. In seinen Metallhänden, warum auch immer. Sie haben, glaube ich, versucht, aus Mortal Kombat so eine Beat'em-up-Agenten-Serie. Es wirkt sehr falsch. Vor allem dieser 70s-Style. Und da ist, hier, Shao Kahn, hätte ich fast gesagt. Nee, Dings da. Wer ist denn noch mal? Der Typ mit dem roten Auge. Da haben wir Sub-Zero. Jetzt habe ich Shao Kahn und Kung Lao im Kopf. Die ganze Zeit. Aber wir schon. Kano!
Das andere K war es, das K mit dem roten Auge. Und wer war der nochmal? Außerdem ist später dazu gekommen, da gab es ja schon einige Mortal Kombat-Teile, wo die dazu gekommen sind. Mortal Kombat ist in Special Forces jetzt ein Top-Down-Action-Game geworden. Kitana oder Milena? Das Milena oder... kommt da auch durcheinander hier mit den ganzen Figuren. Und Jax macht noch Super-Power-Action hier dabei. Auf jeden Fall Special Forces. Meine Güte, vielleicht auch ein zu Recht vergessenes Sequel. Ich bin jedenfalls nicht so gut damit zurechtgekommen. Gucken kurz auf die Controller-Configuration drauf. Ihr seht, die Face-Buttons sind ähnlich wie bei Mortal Kombat mit Low-High-Punch und Low-High-Kick dann gemacht. Wir können mit L1 uns umschauen, wir können eine Waffe ziehen. R1 ist Block und der Turbo-Button auf R2. Also Steuerung nicht so ganz komplex. Ich würde mal auf Easy stellen, wobei es hat nicht so einen großen Unterschied vorhin gemacht, wo ich es ausprobiert habe hier. Wir wollen jetzt nicht an so vielen Gegnern erstmal hängen, sondern das Spiel mal kurz präsentieren. Da ist das Intro. Kano wird gesucht. Alle möglichen bösen Sachen hier eingestellt. Ist er da im Knast? Nein. Special Forces Maximum Security. Bricht er jetzt aus? Oh, guck mal. Da brechen sie aus. Und alle sehr entspannt bei der Flucht aus dem Gefängnis. Wir sehen wahrscheinlich einen Flashback, würde ich jetzt sagen, wenn schon der Haftbefehl draußen unterwegs ist oder der Steckbrief, ne, und wir dann erst die Flucht gesehen haben. Natürlich, Jax fährt in seinem lilafarbenen Muscle Car durch die Gegend und bekommt dann einen Anruf. Was geht? Jax, we have an urgent situation that demands your attention. What's the problem, Gemini? We have a breakout at the Special Forces Maximum Security Facility. A group of highly dangerous superhuman criminals has escaped the compound and are at large. The list of escaped prisoners is as follows. No-Face, Tazia, Jarek, and Tremor. They apparently are hiding out in an abandoned warehouse on the south side of town. There's something else you should know. The prisoners received help from an outside source. It has to be Kano. Also Kano war nicht geflohen. Gemini, tell operations ETA 60 seconds to the warehouse. Inform Lieutenant Sanchez not to infiltrate the warehouse until my arrival. 60 Sekunden braucht er nur. Affirmative. Oh wait, hold up, Jax. I have a transmission coming in from Lieutenant Sanchez. I'll patch it through. Jax, we have just arrived at the location and we are awaiting your orders. Wait a minute. It's a trap! Jax, du musst den Tag retten. Ja, haben sie Shaft aus Jax gemacht? Na, der Lieutenant Sanchez hat's nicht gut getroffen jetzt hier. Und kaputt gemacht. Zum Glück war Jax jetzt nur 60 Sekunden vom Knast weg. Weil hier, bin so sauer. Muss ich meine Muskeln flexen? Kano, you're gonna pay for this. Das kann auch gerne ein bisschen emotionaler sagen. Auf jeden Fall, ich darf jetzt hier herumlaufen. Ich drücke mal kurz den Select-Button, weil ich habe leider noch nicht viel an Kombos, die ich kenne. Die muss ich erst nach und nach freischalten. Ich kriege auch Experience-Level. Ich habe auch noch keine Waffen. Ich kann später auch Schusswaffen mitnehmen, habt ihr ja auch im Intro gesehen. Ich kann hier herumlaufen, ja. Und hab hier meine, durch die Face-Buttons, die Punches und die Kicks, ne, wie wir sie gesehen haben, hab den Block, den ich noch einsetzen kann. Und ich kann in eine Ego-Sicht schalten, wo hier die Kollegen kommen und anmachen, mir schön ins Gesicht zu kicken. Na gut, dann kriege ich euch hier zurück. Und jetzt muss ich anfangen und sie so treten, Beat'em-up-Style, aber von Top-Down. Das nicht besonders viel Spaß macht, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier schon auf einfacher geschaltet. Ich habe leider noch nicht viel Kombos, die ich benutzen kann. Wir haben jetzt auch auf Easy geschaltet, sodass die ein bisschen weniger zuhauen. So, ist auch einer der Titel, die nicht indiziert wurden damals. Ich habe es nochmal extra gecheckt.
könnte daran liegen, weil ich kenne es jetzt nur als US-Version hier. Also ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Euro-Version davon rausgekommen ist im Jahr 2000, weil es auch nicht gang und gäbe, dass jetzt so spät noch so viele PlayStation 1-Games gekommen sind. In der Zeit hat man sich ja schon langsam in Richtung PS2 bewegt. Zwar im Jahr 2000 noch PS1, aber musste nicht zwangsläufig alles vorbeikommen. Aber könnte einfach vielleicht nicht auf dem Radar gewesen sein, weil Bluteffekte seht ihr hier zwar, ne? Muss ja auch einen Antrag damals bei der BPJS oder BPJM dann gelandet sein, je nachdem. Waren die da schon BPJM? Bin mir auch da nicht mehr ganz sicher. Und das Spiel dann entsprechend auf den Index gesetzt werden, was natürlich bei solchen Serien wie Mortal Kombat oft unter Generalverdacht passiert ist. Das heißt, Mortal Kombat, egal was ist, packen wir es rauf. Da wird es irgendwelches Blut und Gedärm geben, das wir nicht in Kinderhände haben wollen. Da Pechlöcher finde ich fast schon das hier, ne? Muss ich mal gucken, hier, Kick, Kick, Punch. Aus der Perspektive finde ich so, warum hauen mich die Security-Leute eigentlich? Ich bin doch hier, um euch zu helfen. Und euch nicht zu Blut zu merchen. So. Selbst auch, die sind so aggressiv, selbst wenn ich den Block hier mache. Ich muss erstmal ein paar Kombos lernen und Schusswaffen bekommen. Dann geht's ein bisschen besser. Weil du wirst ja bei Beat'em-ups eigentlich auch so das Gefühl haben, dass du... Jax ist doch so eine Maschine. Ja, er ist Halbmaschine. Und deshalb sollte er aber wie eine Maschine Leute auseinandernehmen können ohne Ende. So, und der Kollege hier. Oh, aber dafür habe ich jetzt Level 2 erreicht. Gitsam Shuka. XX-Dreieck. Müsste der Kombo sein. Wie auch immer. Ich habe auch vorhin bei meinem Testspiel versucht, den Kombo auszuführen mit dem Level Up. Hat nicht so super geklappt. Warte mal, bevor wir da hingehen, haben wir hier irgendwo noch eine Tür, wo wir es einsammeln können. Hier unten mal. Ne, das ist der... Aber da, es sieht aus wie ein Loch da drin, ne? Oh, da kommt hier einer. Hier, gibt's da einen Schucker. XX-Dreieck. XX... Will das Dreieck nicht machen, ne? Doch, da, hier. Combo-Hits 3. Ich habe gibt's da einen Schucker gemacht mit ihm. Der Cousin von Davor Schucker. Anscheinend. Den kennt auch keiner mehr, ey. Alte Fußballspieler-Referenz. Wobei, im Retro-Club passt das ja. Kann hier dann weiterhauen und das machen. Ja, also so Top-Down-Games können ja ganz lustig sein. Außer das hier, so direkt. Vielleicht ist auch hier so ein Fall von wegen, ey, man muss erstmal hier wirklich ausführlich gespielt haben, die Kombos drauf haben. Dass sie versucht haben, aus Mortal Kombat so ein bisschen eine parodistische 70s-Agentennummer so nochmal draufzuziehen, weil dieses komische Austin Powers-Chef-Intro muss jetzt hier auch nicht unbedingt sein, warte mal. Ah doch, jetzt klettert er rauf. Ein bisschen Traversal ist ja auch in Ordnung. So eine freie Kamera wäre echt ganz nett und nicht nur zum Umschauen hier. Da kenne ich bessere Titel, also für mich gefühlt auf der PS1, die sowas dann noch ein bisschen eleganter umgesetzt haben. Auch dass du keinen klassischen Sprungbutton hier hast. Ich würde auch eigentlich hier direkt runterhopsen wollen. Egal, Jax hält das aus. So, no LF Power. Es hat nicht gereicht, um Elevator da drauf zu schreiben. Geh ich hier in den Keller? Geh ich in den Keller, um zu gucken, ob ich da hier ein bisschen Elevator-Power habe. Bitte, bitte, wenn ihr Ahnung von Mortal Kombat Special Forces habt, ne? Schreibt's in die Comments, bitte, bitte, bitte. Weil ich würde gerne auch ein bisschen mehr dazu erfahren, weil ich finde das faszinierend, ne? Das ist eben so ein Mortal Kombat-Titel, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und jetzt im Nachhinein auch merke, warum ich den nicht auf dem Schirm hatte. Aber vielleicht hat er auch seine Qualitäten. Oh, ich habe 9mm. Ah, ich habe noch keine Knarre, ne? Nicht gleich ballern. 9mm Clip gefunden. Weil sowas könnte ich ja auch durchaus ganz lustig sein. Es gibt andere Spin-offs von Mortal Kombat, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen möchte. Von wegen Indexgründen und so weiter. Power Room Key, okay. Können wir jetzt hier so ein bisschen durch. Die durch das Adaptieren der Formel durchaus nette Sachen gemacht haben, aber eben mit dem hohen Gewaltgrad in Deutschland immer noch nicht gespielt werden. Das ist ein bisschen das Problem aus PS2-Ära-Games. Ach nee, warte mal. Das war hier der Elevator. Wo war der Power Room? War der hier hinten? Da wird es wahrscheinlich nämlich noch einige Jahre dauern, wenn Spiele so Anfang der 2000er oder in Richtung 2005 plus dann auf den Index kamen, wenn sich keiner darum kümmert, dann werden die ja so 2030 oder so dann runtergepackt. Von alleine. Und ich hoffe, dass es da vielleicht noch neue Retro-Club-Folgen gibt, aber vielleicht komme ich auch nicht mehr dazu. Ne? Weiß ja auch nicht, wie das da aussehen kann. Wo war denn nochmal? Ich war doch bei so einem Elevator-Room. Habe ich den jetzt ganz verpasst? Jetzt bin ich hier unter der Kuppel. Shit, irgendwo hätte ich den benutzen können. Oh, da kommt ja einer. Hier. Bamf, bamf. Kriegst du auch nochmal? Krieg ich wenigstens eine Schusswaffe? So. Ist das jetzt so? Ist mein Controller ausgegangen gerade? Will mein Controller mich schützen? Davon? Nee, noch läuft der.
Aber ich kann im Moment, oh, ich glaube, vielleicht habe ich ein bisschen Controller-Probleme. Das ist nicht meine Schuld, dass ich jetzt auf die Nase bekomme. Nochmal, ob ich mich hier connecten kann. Vielleicht ist das Spiel auch qualitativ so hochwertig, dass es mich wirklich dann nicht weitermachen lässt. Übrigens sehr starke Rumble-Effekte hier. Wie ich da verprügelt werde. So, ich probiere nochmal. Jetzt kann ich. Hier, jetzt kriegst du es zurück, wo mein Controller wieder geht. Ich hoffe, ich habe den auch genug aufgeladen. Sehr starker Rumble dann hier. Ah! Eine Uzi! Eine Machine Gun! So. Kombos mit K, ist ja klar. Gib mir die Machine Gun. Submachine Gun. Use. Back. Und so, 25 Ammo. Wie war das jetzt? Da war Block. Oh, ah, Alter, jetzt wird hier... Oh, jetzt muss ich einen zermergen hier. So. Habe ich noch einen von euch hier? No LF Power. Ich glaube, hier unten müsste doch der Room sein. Ich habe doch den Key hier gefunden. No LF Power. Ich möchte wenigstens einen zerkloppen hier. Nicht, hier habe ich den Key gefunden auf der Toilette. Und jetzt, wo ich eine Knarre habe, sind alle schon weg hier. Das ist nicht cool. Ist denn wenigstens einer hier nicht noch... Nee. Da werde ich aus Wut jetzt hier einfach meinen Clip hier verballern. So. Ich habe schon alle Munition weggemacht. Okay, Leute, das reicht. Weil irgendwie quäle ich mich sonst dann noch so weiter durch. Schreibt's gerne in die Comments, wenn ihr Ahnung von Mortal Kombat Special Forces hat. Leute, das war's mal wieder für den Retro-Club heute. Sehr spannend, einfach wieder mal in viele dieser vergessenen Klassiker, aber auch Klassiker, reinzuholen, auch ohne Anführungsstriche, denn da ist viel Cooles dabei. Wie immer, schreibt auch in die Comments rein, wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann können wir vielleicht in einem Jahr plus noch eine weitere Folge zum Thema machen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Denkt an das coole Merch, was wir hier natürlich haben, als auch, darf ich es einmal aus dem Set hier rausholen, da das wunderbare ABC der Videospiele, der absolute Bestseller im Bereich ABCs von Videospielen, auch im Rocket Bean Shop erhält ich ansonsten überall, wo es Bücher gibt. Und ja, das war der Retro Club, ich war der Gregor, ihr wart ihr und verabschieden wir uns doch alle. Ich hoffe, ihr winkt jetzt auch. Tschüss!